Moin Moin, liebe Senioren, liebe Seniorinos, liebe Fabrikbesitzer und solche, die es noch werden wollen. Wir haben jetzt noch so ungefähr ein Stündchen Zeit, bevor gekocht wird. Und war das jetzt die Höhe? Ja. Wir sind immer noch dabei, hier draußen alles dem Erdboden gleich zu machen und uns hier wunderbar durchzubuddeln. Aber was für Zwerge wären wir, wenn wir hier nicht buddeln würden? So, dann buddeln wir uns jetzt da rein und das Feld muss ich, glaube ich, noch mitnehmen. Ne? Das muss ich noch, ja, das Feld muss ich noch mitnehmen, damit das einheitlich ist. Den Fehler habe ich davor immer gemacht. Und so rattern wir jetzt hier runter. Bap, 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 bap. Und wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht genau. Aber das sehen wir dann. Und so channeln wir uns jetzt immer eine Ebene für Ebene langsam runter. 127 Zwerge, weil unser Squad offiziell unterwegs ist und deshalb momentan nicht zu unserer Zivilisation zählt. Was auch ein bisschen affig ist. Die gehören ja trotzdem zu uns, weißt du? Es sind komischerweise, glaube ich, auch immer noch nicht alle Betten belegt. Na hier, die hat noch irgendwie keinen Zwerg. Die hat sich aber auch noch keiner geschnappt, obwohl hin und wieder mal draußen Leute pennen. Finde ich halt auch komisch. Vielleicht brauche ich noch mal ein paar Betten draußen irgendwie, dass sich Leute da wenigstens schlafen legen können. CJ läuft hier draußen irgendwie rum. Ich habe auch keine Ahnung, was der macht. Soll mir aber auch recht sein. Die Käfige wurden abgerissen. Das ist gut. Wir buddeln draußen erstmal ein bisschen weiter. Und dann im nächsten Winter werden wir hier, das können wir theoretisch auch jetzt schon machen, dass einer der Buddler mal ankommt und hier ein Ding reinhaut. Nee. Da wollten wir nicht reinhauen. Abbruch. Das wollen wir ein Feld weiter unten machen. Hier wollen wir ein Floodgate bauen. Haben wir noch Floodgates? Das brauchen wir, um den Wasserfluss zu kontrollieren. Und ich bin am Überlegen, ob ich wirklich nur ein Floodgate benutze oder aus Sicherheit nicht. Lieber zwei. Wir machen es mal lieber auf Nummer sicher, weil ich flute mir sonst die komplette Festung weg. Das muss ja nicht unbedingt sein. Das heißt, wir brauchen da doch ein Feld frei. Und brauchen dann ein Floodgate. Die sind, glaube ich, unter Maschinen und Fluids. Ne? Hier irgendwo finden wir die Floodgate. Können das dann mal. Wir haben keine Floodgates, war klar. Also, lieber Mechaniker, mach uns doch mal. Der Mechaniker macht das gar nicht. Aber 10 Floodgates stellen wir einfach noch mal eben her. Das ist schon ganz okay. So, boink, 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 boink. Da fehlt noch eine Tür, sehe ich gerade. Warum das? Ach, stimmt, hier unten. Hatten wir ja, das hatte ich schon wieder komplett vergessen. Hier unten sind ja auch noch ein paar Schlafzimmer, die wir hier hingebaut haben. Hatte ich ohne Scheiß komplett vergessen. Hier. Und da wollte ich, glaube ich, noch so einen kleinen Mini-Tempel hinbauen. Ja, 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 ja. Hier, Meeting Area. So ganz klein. Akzeptieren. Und darauf klicken und noch einen neuen Tempel. Ja, noch ein kleiner Tempel. So, und den wollen wir da irgendjemanden anbieten? 51, The Suffering of Loot. Ja, von hier, das wird der Suffering of Loot Tempel. Suffering of Loot Tempel. Ich nenne es einfach Suffering of Loot. Gut, die bekommen auch ein paar Türen, da haben wir allerdings, glaube ich, nur noch Holztüren für den Moment. Passt schon, 1, 2, 3, 4. Auch das wird dann einmal gesmoothed, bitte. Ist es sogar schon, ne? Edel, edel, edel. Dann haben wir, glaube ich, ein paar Statuen für unsere Zwecke. Ah, wo haben wir sie? Furniture. Statues. Da kommt eine hin, da kommt eine hin. Da und da. Aber keine Statue mehr. Aber mehr werden gebaut. 10 hatte ich, glaube ich, nee, 20 hatte ich in Auftrag gegeben. Interessant, dass die auch noch nicht gebaut wurden. Was ist los? Oh, Thomas Feberwus möchte etwas Edles herstellen. Hat sich auch den Workshop schon mal geschnappt hier. Da oben läuft er. Wir gucken den mal zu. Finden wir mal raus, was er anstellen will. Irgendein mächtiges Artefakt möchte sich der Junge bauen. Und er holt sich als erstes ein paar Knochen. Ein paar Kuhknochen. Darf er machen. Ist erlaubt.
Trotzdem, ich will nicht so viel Zeit verlieren, deshalb sage ich hier schon mal den nächsten Arbeitsschritt. Wir channeln jetzt hier rein, so rum. Genau, das Gebiet weg, das auch. Ja, dann sind wir auf der Höhe, dann wieder einen runter auf die Höhe und dann haben wir da den Schacht bald. So, wo bist du mal besser? Du darfst weitermachen. Komm zurück in den Workshop, wir warten kurz auf dich. Wo bleibt er? Bring die Kuhknochen her. Du bist es, ne? Ja. Der ist ein Strange Mut, den gucken wir mal an. Kuhknochen bringt da rein, 16 Stück auch gleich. Also, ja, gut. Er baut eine lebendige Kuh aus Kuhknochen. Ein paar Eisenbars, um die Knochen zusammenzuhalten, hätte ich auch gemacht. Und er fängt schon an zu bauen. Mehr will er nicht, okay. 16 Kuhknochen. Alles klar. Ja. Und es sind... Machen wir mal einen Händler ist da? Wo das denn? Es sind neue Händler angekommen. Haben wir Händler noch neue? Nein. Tu nicht so. Mal ganz kurz gucken. Ich bin verwirrt. Die Händler gehen doch gerade, oder? Die sind auf dem Weg weg. Wo ist der Wagen? Er ist noch da, aber die müssten jetzt eigentlich bald aufbrechen. Mitte Sommer, ja, guck, da ziehen sie von dannen. Tschüss, war spaßig mit euch. Danke für den Buschtit. Der schöne Buschtit. Hier unten können wir noch mal ein paar neue Käfigfallen bauen. Wir haben uns immer noch ein paar. Bauen wir noch mehr Mechanismen? Wie viele haben wir? Ganz viele von unseren Aufträgen gehen irgendwie hier nicht mehr weg. Das ist voll komisch. Und was für Netzfehler hast du? Aber wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit Sachen engrave und das Engraven höher in der Priorität ist. Okay, ein paar Leute sind hier schon in unserer Steinmetzgilde. Das ist okay. Was für einen Wert hat die jetzt? Ja, große Gildenhalle. Wert von 11.000. Das ist schön. Das ist also eine große Gildenhalle. Haben wir das hier oben eigentlich auch geschafft? Ist die vom Wert her für unsere Farmer auch angemessen? Oder beschweren die sich? Die hat nur einen Wert von 3.200. Oh, trotz der ganzen Möbel und so. Das ist ein bisschen lame. Bei Zeiten püsteln wir das noch mal ein bisschen auf. Es regnet draußen. Egal, kein Mitleid. Mit den Zwergen. Sie buddeln sich hier schon rein. Entweder zu wenig Workshops oder du hast niemanden, der den Job macht. Ja, doch, beides ja. Ich habe tatsächlich sehr viele... ja, ich weiß nicht, viele Mechaniker habe ich glaube ich nicht, aber ein oder zwei. Das Problem ist eher... Ich mag den neuen Beruf-Dings hier nicht. Aber bestimmt gibt es da auch schon einen Mod für, oder? Den alten Dwarf Therapist wiederherstellt. Weiß ich gar nicht genau. Das Problem ist... Stone Carving, Carpentry, Juwelier, Tiere, Schneider, Brewing. Wer macht denn Rockmechanismen? Ja, Dwarf Therapist ist echt besser. Kostenmittel oder was ist denn das hier für einer? Was habe ich denn hier eingestellt? Vielleicht hast du recht, ich habe tatsächlich keine Mechaniker mehr. Ich habe hier auch scheinbar auch eine Work Order, wo ich gar nichts eingestellt habe, was schon mal ein bisschen dumm ist. Dann machen wir hier Mechanic hin. So. Von mir aus alles, was mit Engineering zu tun hat. Und dann nennen wir das Ding auch Engineer. So, und hat den schon jemand? Nee. Ja, yeah, McFlintus ist eigentlich unser Mechaniker. Ah, okay, ja, hier verstehe ich es. Ja. Ich habe ihm gesagt, er darf nur noch das machen, was er eigentlich... Zeno, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Das ist echt ziemlich laut. Genau, eigentlich habe ich ihm gesagt, er soll momentan nur buddeln und engraven, weil da hinten ja das Land abgetragen werden muss und er quasi unser einziger war.
Aber ich würde jetzt sagen, wisst ihr was, ihr drei dürft das halt auch machen. Die lasse ich trotzdem so eingestellt. Ganz ehrlich, dann lasse ich ihm... Aber er ist professioneller Mechaniker. Ganz ehrlich, das hier ist auch noch ein adäquater Mechaniker. Dann haben wir erstmal genug Mechaniker. So. Jetzt müsste der Auftrag dann gleich auch erfüllt werden und wir kriegen ein paar neue Mechanismen. Ich meine, hin und wieder wurden auch welche gebaut, aber er hat das quasi jetzt immer gemacht, wenn er gerade nicht am Buddeln war. Und momentan müssen wir sehr viel buddeln. Ja, ich speichere nochmal, hast ja recht. Speichern wir nochmal eben auf 1. Und dann machen wir das. So. Will einer von euch die Küche putzen? Vielleicht? Ich würde es feiern. Wenn es einer von euch übernimmt. So, komm, go! Beim großen Cthulhu. Let's go. So, hier habt ihr noch. Das muss auch. Guck, da habe ich schon wieder nicht aufgepasst. Die Felder hier fehlen noch. Backchannel. Sofort. Warum sind da jetzt noch Felder übrig? Das muss doch auch weggechannelt werden. Man darf es halt nicht in der falschen Reihenfolge machen, sonst hast du irgendwo Zwerge, die nicht mehr wegkommen. Und so weiter und so fort. Was ist los? Migranten sind angekommen. Uhuhuhuhu. Wo seid ihr? Da, wir stehen bei 129. Drei neue sind angekommen. Wir hatten 126, glaube ich. Jetzt sind wir bei 129. Mal gucken, wie viele kommen. Ja, das wären dann jetzt 6, 7, 8. Also mit dir, du willst mitmachen. Ja, von mir aus. 9, 10, 11. Kommt, 12, wir haben Platz für euch alle. 140. Oh, da kommen noch mehr. 140. Nee, 140, da bleibst du, glaube ich, stehen. Von 126 auf 140. Ordentlich. Fallt mir nicht ins Wasser. Okay, jetzt verstehe ich. Ja. Deshalb hat er 16 Kuhknochen gebaut. Er hat einen Käfig aus Kuhknochen gebaut. Da braucht man halt ein paar für. Gut, wir haben jetzt den zweiten legendären Käfig. Auch nicht schlecht. Der erste war hier vorne Ustut Osnik Kalret Savot. Ja, das war das der erste Helden- oder Artefaktkäfig, den wir hatten. Und jetzt haben wir noch Nulamok. Nulamok kann ich wenigstens leicht aussprechen. Cooler Name. Nulamok. Nur 3300 wert, naja, ist okay. Kuhknochenkäfig, alles von der allerhöchsten Qualität. Es ist verstärkt mit Eisen und dieses Objekt ist behängt mit Kuhknochen. Ja, ist nicht der schönste Käfig ever, aber es ist ein Käfig. Lassen wir da. Habe ich vielleicht noch ein Eisenpodest, das ich bauen kann? Das muss ich auch mal. Moment, was ist das jetzt? Display Furniture, Cancel. Aber ich habe hier schon den anderen Käfig. Dann können beide legendären Käfige wenigstens hier beieinander stehen. Bevor ich die vielleicht nochmal irgendwie später umziehen lasse. Aber für den Moment würde ich die dann einmal hier. Iron Pedestal, genau. Das kommt dahin. Dann packen wir da den Käfig drauf, dann ist gut. Die beiden Goblins sind immer noch eingekäfigt. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich mit denen machen will. Wir haben jetzt schon einen Wert von 478.000, was krass ist. Davor hatten wir 350.000 hatten wir im letzten Part. Das ist schon gar nicht so schlecht. Ja, die Migranten sind angekommen. 140 Zwergis, das ist schön. Hier draußen die nächste Ebene abgetragen. Das heißt, das geht jetzt hier einmal runter, nochmal runter. Dann wird das hier abgetragen, das sind wir auf dieser Höhe. Da muss ich dann ein bisschen aufpassen. Das muss ich dann allerdings eh noch einmal abtragen und dann nochmal abtragen. Alter, mittlerweile muss ich mich halt echt durch 4-5 Ebenen immer nach unten hacken. Das dauert nochmal alles ein bisschen, aber das ist okay. Neue Migranten kommen an. Was ist mit meinem Squad? Ist der eigentlich schon zurückgekehrt? Nee. Bis auf CJ sind auch alle los. Nur CJ hat nichts mehr. Der hat noch nichts zum Anziehen. Wir sollten vielleicht bei Zeit nochmal gucken, dass wir ein paar... Eisenbrustharnische machen oder so. Iron Breastplates machen wir nochmal 10. Iron Low Boots machen wir nochmal 10.
Iron Shield machen wir nochmal 10. Iron Warhammer machen wir nochmal 10. Dass wir nochmal ein paar Rüstungsteile und Waffen und so produzieren. Hilft gegen die Goblins. Wir müssen darauf achten, wenn hier 140 hochtickert, sollten die Militärzwerge zurückgekommen sein. Oh, das Floodgate ist fertig, schön. Ich glaube, mittlerweile werden auch die Rockmechanismen gemacht. Immer noch nicht. Ist da jetzt mittlerweile wenigstens einer bei? Wo sind denn hier die Gasmechaniker? Angeblich wird der ausgeführt, der Auftrag. Da kommt er auch gerade. Ja, hier wird gearbeitet, ist okay. Ja, ist schön. Wer ist da? Feth. Feth macht ein paar Mechanismen für uns. Furniture wird, glaube ich, auch noch verschönert. Neue Petition. Sigun möchte bei uns leben. Ist okay. Sind wir 141 Leute. Floodgates wurden fertig gebaut. Die will ich schon mal einmal reinhacken hier. Und zwar brauchen wir ein Floodgate dort und ein Floodgate. Ich muss erst das oben aufbauen. Sonst könnte es sein, dass ich einen Zwerg einsperre. Das möchte ich tatsächlich nicht. Noch ein meisterhaftes Stück hergestellt. Ich sage meinen Zwergen nochmal, sie dürfen den Arbeitsbereich hier unten auch nochmal smoothen und verschönern. Wie gesagt, die ganzen Leute, die nichts zu tun haben, sollen sich mal nützlich machen. Hier entsteht der Graben und langsam wird das doch richtig schön. Tack, 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 tack. Man könnte überlegen, ob man hier einen zweiten Eingang in die Basis irgendwo macht. Nee, aber die sollen mal ruhig mal außen rumlaufen, das passt schon. Ich habe Kinder. Das ist schön. Kinder sind so eine Bereicherung. Ich hoffe, du erziehst sie gut. Lass nicht zu, dass das Kackbratzen werden. Keine macht den Kackbratzen. Gut, hier unten soll unser Sheriff wohnen. Unser Sheriff braucht ein Bett. Aus Maple, das ist okay. Unser Sheriff braucht einen Tisch. Quasi sein Büro. Und ein Esszimmer. Und dementsprechend auch nochmal zwei Stühle. Ein Stuhl kommt dahin. Wobei ich glaube, ich lasse ihn eher da essen. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht will ich das Verhörzimmer noch ein bisschen weiter hinten tatsächlich noch haben. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen, wie ich das genau hier aufbauen will. So, Gefängniszellen werden langsam aber sicher vorbereitet. Statuen haben wir ein paar. Platziert. Ich denke mal, mittlerweile haben wir aber tatsächlich noch ein paar, die wir einfach mal aufbauen können. Zum Beispiel in unsere Gildenhalle. Wo haben wir sie? Hoch. Hoch. Hier oben müsste sie sein. Genau, hier unsere Gildenhalle. Da sind zwei Podeste. Oh, guck mal, jetzt haben wir doch hier schön viele Statuen. Da kommen vier Statuen hin. Ach komm. Machen wir den Raum schön. Sollen ja auch ein paar Statuen hier bekommen. So, dann müsste der Raumwert eigentlich gleich steigen mit den ganzen Statuen, die da jetzt hingeschleppt werden. Zwei oder drei. Man sollte schon wissen, wie viele Kinder man hat. Glaube so. Ja. Hier sind auch überall so kleine Rampen, die kann man auch mal eben einmal weghacken. Ich kann da sonst keine Falle raufpacken. Guck mal, die Ebene haben sie jetzt auch fertig. Ne, da fehlt noch ein Feld. Mach mal weg. Bob, gut gemacht. Und wir können wieder eine Rampe runter. Und zwar von hier runter nach da. Dann ist das doch ein Feld zu breit. Ich weiß nicht, warum ich mich immer irgendwie um ein Feld verbreite. Irgendwie habe ich einen Knick in der Linse oder keine Ahnung.
Hier ist es doch Open Space, oder nicht? Ja, Open Space. Ich habe auf diese Höhe gebuddelt. Muss ich das hier auch durchziehen? Geht nicht anders. Zack, zack. Abtragen. Jetzt müssen sie halt einmal hier komplett außen rumlaufen. Das ist halt immer ein etwas komplizierter Weg, den sie jetzt gehen müssen. Aber das ist mir egal. Gut. Das nächste. Aber ja, ich will eigentlich erst, dass der Graben fertig ist, tatsächlich. Hilft ja nichts. Eigentlich will ich, dass erst der Graben fertig ist. Essen haben wir, Getränke haben wir. Das sieht momentan noch alles recht gut aus. Die Tische und so sind da unten auch schon. Die Stühle kommen noch an. Das ist okay. Der Bereich ist verschönert, ne? Ja, verschönert ist er. Das eine Floodgate ist da. Das ist gut. Dann bauen wir mal. Wir brauchen einen Hebel. Ich überlege, wo ich den Hebel hinbauen möchte. Ich glaube, den kriegt mein Wachzwerg hier hinten hin, auch wenn das weit weg ist. Aber das passt. Bisschen risikolos sein. Der kriegt hier einen Hebel hin, womit er die beiden Floodgates öffnen kann. Ja, ich bin auch am Überlegen. Ich glaube, ich habe genug Spitzhacken tatsächlich. Ist es eine Überlegung wert? Ja, im Grunde, warum nicht, ne? Weil im Grunde kann jeder Dulli sich eine Spitzhacke nehmen. Nichts gegen dich, Eule. Sollen wir mal machen. Gucken, ob ich genug Spitzhacken habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollen wir mal loslaufen, sich ein bisschen nützlich machen. Es dauert sonst halt wirklich ewig. Floodgates werden gebaut. Der Hebel wird gebaut, glaube ich, gleich. Da kommt da der Hebel. Sind die Statuen hier oben schon gebaut worden? Ja, was sagt der Raum jetzt? Ist es jetzt schon genug wert? 4050, also wir wollen auf 10.000 kommen. Damit die Farmer sich ja auch mal ein bisschen aufhalten. Oder werden die jetzt erst gebaut? Nee, ja, guck mal, jetzt sind die hier, da kommt noch eine Statue. Puh, ich dachte, die Statuen hauen ein bisschen mehr rein. Immer macht sie Leute glücklich, hübsche Statuen zu sehen. Allgemein können wir überall bald mal neue Statuen hinklatschen. Ist schon ganz okay. Hier, der Gang wird auch mal gesmoothed. Im Grunde kann ich eigentlich mal fast alles smoothen hier. Aber es dürfte auch nicht mehr viel ungesmoothed sein. Im Grunde müssten wir fast alles gesmoothed haben. Da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Da haben wir alles durch. Dann ist wenigstens die eine Ebene hier fertig gleich. So, wie sehr wird hier drüben gehackt? Mhm. Gab es da gerade einen Unfall? Ja, guck. Guck, schon hat er einer Scheiße gebaut. Das ist das Problem. Wir haben keine Barrels mehr, das ist okay. Ja, guck, hier irgendwo ist ein Stück Mauer zusammengebrochen. Gegen wen kämpft ihr? Ja, guck, nicht gut. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, was sie hier jetzt kaputt gemacht haben. Okay, hört nochmal auf, ihr Dullis. Ah, weil das zwei Felder auf einmal sind. Ja, ihr sollt nicht da und da machen, ihr Arschgesichter. War mein Fehler. War tatsächlich mein Fehler. Ich habe es falsch gemacht. Nur hier. Es ist, glaube ich, niemand gestorben. Aber die hier unten sind jetzt runtergefallen und hier ist eine Höhle zusammengebrochen quasi. Denen geht es jetzt erstmal echt scheiße. Oh, Zwergenkinderblut. Ja gut, aber das wäre auch mit der alten Anzahl an Minern passiert. Das war jetzt nicht der Fehler von irgendwelchen Anfängern, sondern der Fehler von mir als Anfänger quasi. Wir haben keine Eisenbars mehr. Are you fucking kidding me? Bronze können wir machen, Elektrum können wir machen, Fine Pewter können wir machen, Trifle Pewter, Galena, Kasinit, Horn, Silver. Boah, wir haben mittlerweile richtig, richtig viel. Aber wenn ich das richtig gesagt habe, Magnetite ist mit. Magnetite hat. Er wird auch noch gesmeltet. Gehen wir da mal ein bisschen hoch.
Magnetite hat Eisenanteil. Und dann machen wir Smelt Copper. Nee, Copper heißt das Zeug nicht. Doch, Native Copper Ore haben wir. Smelten wir auch mal 10. Und Native Aluminium müssten wir auch haben. Nochmal 10 Stück, dass die da ein bisschen weitermachen. Der Alert darf weg. Noch eine neue Petition. Darf sich uns anschließen. 144, das war eine ganze Spieltruppe. Aber ich bin ganz zufrieden, dass hier unten eben wenigstens keiner gestorben ist. Ich glaube, die müssen jetzt kurz eingelagert werden und müssen in die ins Hospital gebracht werden. Da kommt bestimmt gleich jemand und bringt ihn hier rein. Vielleicht können die auch noch selbst gehen, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist jetzt nicht so viel Schlimmes passiert. Ey, der Hebel ist noch nicht da. Ich dachte, jemand hat den Hebel schon gebracht. Aber warten wir noch einen kleinen Moment. So, jetzt macht ihr das richtig. Nur diese Ebene hier weg. Genau. Es ist manchmal schwer zu sehen, auf welcher Ebene man genau arbeitet. Ich glaube, wenn wir mal ganz kurz in die Settings gucken, kann man das sogar umstellen. Und zwar bei Game, wie viele Ebenen wir nach unten gucken können. Hätte ich gedacht. Doch, genau hier. 8 können wir mal auf 0 machen. Und jetzt sehen wir nur noch die wirkliche Ebene. Jetzt sehen wir immer nur die Ebene und das alles andere wird ausgeblendet. Versteht ihr, was hier passiert? Wir gucken jetzt nicht mehr mehrere Ebenen nach unten, sondern sehen immer nur die eine Ebene, die wir uns wirklich angucken. Das macht dieses Buddelprojekt sehr viel leichter, weil ich jetzt sehen kann, hier ist alles weggebuddelt. Hier noch nicht. Jetzt kann ich das so lassen. Und hier unten haben sie eben halt schon angefangen zu buddeln. Aber da sollen sie ja noch gar nicht buddeln. Deshalb sind hier jetzt schon Lücken, weil sie da schon einen nach unten noch gebuddelt haben. Ja, also eigentlich will man das nicht auf Null haben. Da schon wieder! Da ist schon wieder was zusammengebrochen. Hört mal auf zu buddeln, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendetwas stimmt hier nicht. Hör doch mal auf. Ganz ruhig. Geht mal alle kurz weg. Oh, ich glaube, einer ist gestorben, ne? Hat man eben nicht 144? Oh, sind nicht sogar noch mehr gestorben, weil unser Squad ist gerade zurückgekommen. Ah, sie kommen gerade zurück, glaube ich. Have returned, sie kommen noch zurück. Die haben alle gekämpft. Bewusstlos geworden. Okay, einem Zwerg ist das Bein explodiert. Ah, der hat aber keinen Namen. Was ist mit Zeno? Nein! Ein Zeno! Mein gutes Jute-Shirt. Richtig gut. Ich habe ein ziemlich legendäres Jute-Shirt an. Baron von Fortress of Blood, linke Oberschenkel, hat den vollen Aufprall des Aufschlags abbekommen, wurde aber von der Pigtail-Hose und von dem Jute-Shirt abgelenkt. Okay, das ist gut. Irgendjemand, nicht McFlintos, nicht Keywalls, irgendjemand hier unten, McFlintos, Keywalls. Achso, ich zoome noch rein und raus. Das mache ich. Da, Fab hat leider ein Bein verloren. Kümmern wir uns gleich drum. Ich muss hier sehr, sehr vorsichtig jetzt agieren gleich. Der muss mal kurz gerettet werden. Aber Zeno geht's gut, das ist mir tatsächlich ein bisschen wichtiger. Bin ich ganz unvoreingenommen. Wir müssen hier ganz, ganz, ganz vorsichtig weitermachen. Erstmal muss der aber einmal gerettet werden. Ja, der Schwertkämpfer Tikbo. Da ist er. Tikbo Michel-Ange. Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Jemand hat dem verraten, wo das Artefakt liegt. Wilderness Locks. Ja, das liegt hier drin. Und der Schwertheini, der menschliche Schwerttyp, wollte sich das gerade holen.
ist jetzt auch auf Hostile. Tickbo, da ist er und läuft jetzt hier irgendwo weg. Wer ist neben ihm? Das ist Tickbo, das ist menschlicher Bart. Bade. Ich habe meinen Squad, ist glaube ich noch nicht wieder da. Doch, teilweise auf jeden Fall. Tötet ihn. Vielleicht kommt er ja gerade aus der richtigen Richtung. Das Problem ist aber, der wird jetzt so schnell sein, dass er wegläuft, oder? Er jagt? Sehe ich das gerade richtig? Er läuft hinter dem menschlichen Baden hinterher und will den, glaube ich, töten. Er ist auf Blut aus. Lauf hier in die Fallen. Vielleicht, wenn er auch in die Fallen läuft. Ja, wir haben ihn gefangen. Wir haben ihn gefangen. Der Bade hat, glaube ich, hier liegt auf jeden Fall menschliches Badenblut rum. Und sogar zwergisches Blut, was da rumliegt. Also, ich glaube, Captain andersrum eventuell hat einen abbekommen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Menschlicher Bade. Ich weiß nicht genau, wessen Blut es ist, aber hier. Wir haben auf jeden Fall den Menschen, den Dieb, der uns beklauen wollte, tatsächlich gerade. Den guten Tickbo McElange. Er ist hier in die Falle gelaufen. Er wollte flüchten, wollte hier durch dieses kleine Ding und ist in die Käfigfalle gelaufen. Richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Ja, Captain andersrum hat einen abbekommen. Gucken wir mal eben kurz, wie viel er hat. Der menschliche Schwertkämpfer sticht dem Baron, also Captain andersrum, in den Oberkörper mit seinem Bronze-Skimitar und verletzt dabei den Muskel. Und zerreißt die Lunge. Aber Captain andersrum hat nicht mal Angst, obwohl gerade seine Lunge penetriert wurde. Alles gut? Zahnschmerzen? Machst du diese Geräusche wegen WoW oder weil du Zahnschmerzen hast? Okay, dann bin ich beruhigt, glaube ich. Okay. Ja. Gut, wir haben ihn gefangen genommen, das ist richtig, richtig nice. Und ich glaube mal, Captain andersrum geht mal kurz auf die Krankenstation. Ja. Er kann sich immer noch selbst belegen, mal gucken, ob er ankommt oder ob er zusammenbricht oder so. Schon haben wir wieder zwei Zwerge in unserem Hospital, wie das halt so ist. Lunge, Lunge, Liver, Leber. Oh, habe ich, ja, du hast völlig recht. Das ist mir tatsächlich aber auch eigentlich bewusst. Was echt... Liver, ja, umso besser, umso besser. Ich meine, wenn sie dann, ja, nee, das ist ja schön. Dann hat nur die Leber was abbekommen. Tut bestimmt auch weh, aber so viel besser. Wir wollen dieses Floodgate einmal anschließen an den, das wollen wir auch sofort machen, an den Hebel. Und einfach, weil es so schön ist, bauen wir dann noch einen zweiten Hebel. Ja, machen wir. Der kommt dahin. Und dann bauen wir noch ein zweites Floodgate. Hier und hier, das bauen wir dorthin. Wie sieht es im Hospital aus? Ja, zwei Leute liegen da jetzt. Einmal Möhren. Warum denn Möhren, bitte? Was ist mit dir passiert? Ernsthaft verletzt. Oh, der ist gerade, glaube ich, auch. Nein, ich glaube, Möhren Willis Fuß ist explodiert. Fähigkeit zu stehen verloren. Ja, er braucht jetzt Krücken. Ja, Smash the Part ist kein schöner Ausdruck dafür. Also stellt euch seinen Oberschenkel ungefähr so vor wie eine Rostbratwurst, die ihr zu lange in der Pfanne gelassen habt. Nicht schön. Da draußen läuft auch noch irgendwo ein Dingo rum. Der ist mir, glaube ich, relativ egal. Wir haben jetzt 152 Leute, weil unser Squad halt nach Hause gekommen ist. Ihr dürft auch euren eigentlichen Auftrag jetzt ignorieren. Und dürft einfach mal nach Hause kommen. Aber ihr lebt noch alle. Squad ist alles okay. 3, 6, 9 sind alle da. Es fehlen ein paar Schilder und so. Und sie wollen sich immer noch keine Bolzen nehmen, aber das ist leider normal. Okay, das heißt, da liegt jetzt Nils. Und Nils ist selber verwundet, das ist nicht gut. Das ist unser Diagnostiker. Und Nils ist bewusstlos. Muss ich dann einen zweiten holen? Er will ein Meeting. Er ruht sich aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt noch einen zweiten Diagnostiker brauche.
weil unser eigentlicher Diagnostiker gerade Krankenhaus liegt. Ich nehme nochmal einen zweiten. Nehmen wir Sigun. Sigun ist auch professioneller Diagnostiker und Braumeister. Das ist doch eine schöne Karriere. Machen wir, ist vielleicht besser. Wenn du die Soldaten mit Armbrust als Hunter einstellst, müssten die sich dann nicht Bolzen holen. Es ist momentan verbuggt. Ich weiß nicht genau, wie. Ich habe gelesen, man kann eine neue Squad-Uniform einstellen und Hunter wählen. Das geht aber nicht bei einem, also du musst einen neuen Squad erstellen. Und wenn du ihm das erste Mal Archer-Uniform gibst, dann holen sie sich auch Bolzen. Aber das ist mir tatsächlich einfach zu viel Micromanagement. Ich sag, einfach quasi drauf geschissen. Blöd sich das anhört, aber ist so. Habt ihr den Typen da jetzt mal rausgeholt? Immer noch, der liegt da jetzt, ihr lasst ihn da liegen, oder wie? Na, da kommt jemand und sammelt ihn ein. Tragt ihn da weg, ich will weiter buddeln. Schwund ist immer. Aber nicht Seno. So, jetzt müssen wir richtig vorsichtig sein. Deshalb will ich immer gerade Flächen haben, weil das einfach besser ist. So, das kann weg, darunter ist Boden. Das können sie weghacken. Ja, weil darunter auch noch Boden ist. Da dürften sie nicht runterfallen. Den hier müssten sie auch wegnehmen können. Die hier müssten sie auch wegnehmen können, weil da auch alles verbunden ist. Die drei haben auch immer Verbindungen. Es ist ein bisschen schwer zu erklären, was genau schief gelaufen ist. Ich versuche es jetzt auch einfach gar nicht. Du gräbst gerade wieder eine Hülle? Nee. Ich glaube nicht. Weil, guck mal, die vier Felder hier... Seno, es ist mal wieder Zeit zu speichern. Die trage ich von oben nach unten ab. Und die Felder darunter aber sind existent. Das heißt, da können sie das wegnehmen und landen dann hier auf dem Boden. Und wenn ich dann noch einen runtergehe, ist da auch Boden. Das heißt, es dürfte nichts schweben. Glaube ich. Den müsste ich auch wegnehmen können, weil der hier auch quasi drin ist. Da haben wir hier die fünf Felder. Die sind auch verbunden. Ich glaube, so geht's. Aber wie gesagt, manchmal passieren da beim Buddeln noch einfach Sachen, die ich nicht genau durchschaue. Ja, wir speichern tatsächlich nochmal, bevor mir gleich einer stirbt. Machen wir mal auf Save Nummer 2, bitte. Machen wir einfach. Oder in einer halben Stunde machen wir Feierabend. Mal gucken, wie viele Zwerge ich dann an die Schwerkraft verloren habe. Gut, lassen wir weiterlaufen. Danke, Retjan. Das höre ich gerne. Ich hoffe, dass die Leute sich wieder regenerieren. Oh ja, drei Leute haben jetzt schlechte Laune. Oh oh, das ist gefährlich. Gefährliches Spiel, dass drei Leute schlechte Laune haben. Wir haben Gold, wir haben kein Eisen mehr. Wir haben Gold, Zink, Blei und Charcoal. Wir haben gerade kein Eisen. Aber noch ein bisschen Gold ist okay. So, eigentlich dürfte es hier hoffentlich keinen Unfall geben. Haben sie gemacht. Die Felder auch alle. Die auch. Es darf halt nichts freischwebend in der Luft bleiben. Ganz vereinfacht gesagt, das ist das Wichtige. Die beiden Felder noch. Wenn ihr das habt, müsstet ihr den eigentlich auch mitnehmen können. Das ist auch ein durchgängiger Strich, das geht. Genau, nehmt das weg und dann könnt ihr den und den auch noch wegmachen. Dann ist hier alles frei. Dann wird hier unten noch mal ein bisschen komplizierter, aber das machen wir erst, wenn diese Ebene komplett weg ist. Gut, Sparring dürft ihr machen. Ach ja, wir können uns mal den Kampfreport durchlesen. Was ist denn jetzt passiert? Gibt es diesen Unterschlupf drunter immer noch? Das ist immer noch nicht weggeraced. Da oben, Set Out Summer, der ist neu. Race Poison Sucker, was ist da passiert?
Ja, The Figure of Perfection, das sind wir, haben The Pink Devils angegriffen in The Obscure Dread, das ist das Feld da unten. In Poison Sucker. Zulban, das ist Agnib, hat den Angriff eingeleitet. Und der Goblin Amsu Elder Black hat die Verteidigung geleitet. Agnib hat den gegnerischen Anführer mit einem gerissenen Plan überlistet und wir hatten einen starken positionellen Vorteil. Dann haben Zulban, das ist wie gesagt Agnib, und Enger Xung Squeeze Horror gegeneinander gekämpft und unser Zwerg hat den Goblin in der Mitte durchgeschnitten, den Unterkörper einfach abgeschnitten. Nice. Zulban hat ihn getötet. Dann sind der Goblin Mojo und der Dwarf Meng aufeinander gestoßen. Unser Zwerg hat das Augenlid des Goblins abgeschnitten und das linke Ohr abgeschnitten und wurde dann von dem Zwerg erschossen und getötet. Ja, und dann sind wir da durch Rampage und haben ein bisschen Loot uns ergattert, aber das Ding steht scheinbar immer noch. Das ist doch nervig. Ich dachte, die machen das wirklich, wirklich, wirklich auch kaputt. Oder bleibt die Höhle einfach für immer und hat dann keine Bewohner mehr? Das ist ein bisschen strange. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Da werden immer noch 10 angezeigt. Ich würde meine Leute jetzt am liebsten schon wieder losschicken. Aber ich will auch nicht, dass meine Zwerge dann da bleiben. Dafür bräuchten wir dann erstmal einen zweiten Squad. Dann könnten wir uns die Location quasi unter den Nagel reißen, ne? Indem wir raufklicken und sagen hier Conquer und Occupy oder Demand, Surrender und Occupy. Aber dann würden unsere Zwerge halt da bleiben. Ich würde halt gerne Destroy Site machen. Wir hätten halt die Möglichkeit, nochmal einen Squad loszuschicken, den Squad vielleicht vorher ein bisschen zu verkleinern und 4 oder 5 Zwerge hinzuschicken und zu sagen, nehmt das ein und bleibt da. Dass wir zum Beispiel sagen, weißt du was, Agnib, du hast jetzt so oft da den Angriff geführt, du hast dir verdient, jetzt da unten dir deine eigene Zwergenfestung zu bauen, Agnib. Ich bin echt hin und her gerissen, ob ich das machen will. Wie kriege ich hier aus dem Squad raus? Wie kann ich die aus dem Squad rausholen? Muss ich den ganzen Squad auflösen? Kann ich nicht einfach hier remove? Okay, da. Wir machen das. Lys bleibt hier. Ja, Scrange kann ich nicht gleich wieder rausholen. Don Celery und Lord Kackröllchen. Dust. Ich habe ein schlechtes Gewissen, die wegzuschicken, weißt du? Auf der anderen Seite macht das schon Sinn. Scrunchy bleibt hier, Lord Kackröllchen bleibt hier, und Sailory bleibt hier. Dust, Illidas, CJ Narcotic, Durr und Agnib. 5 edle Zwerge reisen los und holen sich die neue Goblin-Festung da hinten. Ich glaube ja. Ich habe gerade gespeichert, aber ist mir egal. Ich speichere jetzt nochmal auf 100 und dann wissen wir, das ist der Safe, bevor wir versuchen, die Goblin-Festung einzunehmen. Ja, so machen wir das. Mal gucken, ob wir uns die Festung unter den Nagel... Ah, das ist ja nur ein Drecksloch. Aber mal gucken, ob wir uns das Drecksloch unter den Nagel reißen können. Das wäre ja schon mal ganz schön. Ich finde, da haben die auf jeden Fall dann mal einen Applaus verdient. Okay, machen wir.
Mission, hier, Tanker und Occupy. Dann, viel Spaß, zieht los. Ihr macht das schon und die anderen fünf werden gleich ein neuer Squad. Das muss ich mir dann angucken, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie ich jetzt einen neuen Squad mache. Oder, wait a moment. Muss ich davor nicht... Da, Militär-Captain, da unten sind, die könnte ich machen. Ich weiß auch nicht, warum hier vakant, new und vakant ist. Dann wird... mit S hinten, Katjan. Mit S. Dann haben wir Sniffer, glaube ich, unser Neuer. Er ist immer nur Vize-Anführer. Ist jetzt unser Neuer. Militär-Captain. Und dann machen wir einen neuen Squad. Militär-Captain. Ist das Litast? Ja, ne? Wir nehmen irgendwas als Ausrüstung, oder ist das jetzt... Ist doch Ether. Wir müssen mal einmal kurz den Namen angucken hier. Guck mal, da kannst du mir applaudieren. So geht das nämlich. Ja. Iglistamost. Iglistamost. Ist er doch jetzt hier, oder? So heißt Sniffer doch. Oder irre ich mich da jetzt? Da muss ich noch mal einmal kurz gucken, ob das richtig ist. Müsste aber eigentlich müsste das so sein. Iglistamost. Ja. Das ist jetzt unser neuer Anführer. Also nicht Anführer, aber halt vom zweiten Squad. Routine ist konstantes Training, das ist gut. Und dann sollen da wieder Leute rein. Nummer 2 Wörtlis. Stehen die wieder ganz unten, habe ich das Problem jetzt wieder, dass die Krieger ganz unten stehen. Ja. So, Don Salary soll hier mit rein. Position 3 soll Scrunch mit rein. Position 4 Lys. 1, 2, 3, 4. Und dann hätten wir jetzt 4. 5 habe ich losgeschickt, glaube ich. Ne? Und der Squad bestand aus 9. Dann habe ich ja, dann passt das also. Ich könnte jetzt nochmal 1, 2 neue mit reinnehmen. Leute, die vielleicht auch noch nicht gekämpft haben bis hier. Tiny Bear ist immerhin ein Sperrzwerg. Ist auch kompetent. Ist auch Buddler. Und ist eigentlich unser Händler. Aber egal, du gehst auch trotzdem in den Squad mit rein. Myrül ist ein kompetenter Hammerzwerg, nehmen wir noch mit rein. Und Toon2K ist gerade Mutter geworden. Ist mir aber egal, die kann gut mit Sperren umgehen, ist auch kompetent. Und dann machen wir das erstmal. 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, wir nehmen noch einen 8. Dark Angel Azrael ist ein Axtzwerg, den wir mitnehmen. Und... Mosus nehmen wir auch noch mit. So, dann haben wir hier 9 neue Leute. Was das Equipment angeht, Assign Uniform irgendwas. Da dürfen sie sich halt irgendwas nehmen. Mal gucken, ob sie das machen. Ich gehe mal auf Equipment und dann Update Equipment und dann müssen sie eigentlich losgehen und sich jetzt alles Mögliche schnappen, was sie finden. Glaube ich. Ich glaube, dass wir es richtig gemacht haben. So, soweit, so gut. Da unten habt ihr jetzt fertig gebuddelt. 2 Felder fehlen noch, aber bis jetzt sieht es gut aus. Dann dürft ihr jetzt die beiden Felder und die beiden Felder wegnehmen. Die Felder wegnehmen. Hier würde es, hier. Hier haben wir das Problem. Wenn ich dieses Feld wegnehme, schwebt das. Dann fällt der Typ von da oben darunter. So, ne, weil... Das ist jetzt, sagen wir mal, Ebene 3, das hier ist Ebene 2, das leere Luft, Ebene 1 ist Boden. Das heißt, wir nehmen dieses Feld weg, dann fällt er runter. Das ist noch nicht mal das Problem. Das Problem wäre, wenn ich diese 4 Felder wegnehme, dann schwebt dieses Feld in der Luft und das geht nicht. Und dann fällt es runter und dann gibt es eine riesige Explosion.
glaube, wenn wir nur dieses Feld weghacken, ist das okay. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben ja gerade gespeichert. Ich gucke mir das mal an, was passiert, wenn wir dieses Feld wegnehmen. Ich glaube, entweder fällt der Zwerg runter oder es stürzt alles ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was passiert. Mal gucken, da kommt er. Nee, habt ihr gesehen, er hat sich so an die Seite gestellt. Und das ist schlau. Wenn er von unten, dann steht er auf Boden und kann das weghacken. Das ist gut. So darf das sein. Den. Und den dürfen wir auch weghacken. Und jetzt die drei. Und dann sind wir safe. Dann hat nämlich alles wieder Boden unter sich. Den auch bitte. Den auch. Der ist noch gefährlich. So, wenn das weg ist, können wir eigentlich alles hier jetzt auch so machen, großflächig, weil es schwebt nichts mehr. Es ist alles, hat einen Boden unter sich. Das sollte jetzt alles funktionieren. Oh, ein menschlicher Hammerzwerg, genannt Yalkuro ab, möchte gerne, oder hat jetzt rausgefunden, wo unser Artefakt liegt. Das hier oben, das scheint echt begehrt zu sein, die große Armbrust. Wahrscheinlich, weil das eine Waffe ist, mit der auch Menschen umgehen können, weil das halt eine große Armbrust ist. Die nicht hier liegt, sondern hier. Und sie liegt auch noch da, okay. So, bevor ich es vergesse, wir hatten hier drüben noch in unserem Haupteingang quasi ein zweites Podest, das hier drüben, da bauen wir noch einen Cage. Nicht irgendein Cage, sondern Nuklomak, genau. Nuklomak darf darauf. Kuhknochen-Cage kommt da unten, jetzt wird da hingebaut. So. Hört doch mal auf, den zu verraten, wo unsere geilen Items sind. Ich gehe nochmal runter. Der zweite Hebel ist auch da. Ich sage, der soll verbunden werden mit dem Floodgate. Und zwar sofort. Können wir ja auch bald Wasser reinlaufen lassen und können das Gefängnis langsam aber sicher mal in Betrieb nehmen. Weil ganz ehrlich, vielleicht könnte unser Sheriff dafür sorgen, dass gar nicht erst versucht wird, dass hier geklaut wird. Vielleicht können wir das im Keim ersticken. Bin mir nicht ganz sicher, aber mit ein bisschen Glück geht das. So, die beiden Felder fehlen noch, dann haben wir diese Ebene komplett durch. Aber wir warten. Wir warten, bis die beiden Felder auch noch weg sind. Pop, und jetzt das letzte bitte. Irgendjemand? Bitte? Irgendein Buddler? Ja. Pop, das Feld ist auch weg. Jetzt wieder Vorsicht. Das und das kann weg. Im Grunde muss ja alles weg können. Im Grunde, weil darunter ist nichts. Im Grunde müsste das alles weggenommen werden können. Auch das schwebt nicht, ne? Das schwebt nicht, das schwebt nicht, das schwebt nicht. Es gibt keine schwebenden Felder. Müsste alles weggebuddelt werden können. Tok, 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 tok. So, ein paar Minuten machen wir noch, dann ist vorbei. Irgendwo kämpft hier ein Dingo. Aber ist mir egal. Bei mir momentan einigermaßen gefällt. Moin, moin, du geiler Fabrikbesitzer. Taicha, wird das ein Wassertank? Jein, das wird unser Graben. Hier oben ist unser. Ich habe, damit ich besser buddeln kann, weil ich gerade zwei Cave-Ins hatte, zwei Höhleneinstürze, habe ich die Grafik jetzt so umgestellt, dass man nicht weiter runter gucken kann. Ich sehe immer nur die eine Ebene, die wir uns wirklich angucken. Und sieht nicht, was darunter liegt. Das macht das Buddeln ein bisschen leichter. Was ist hier denn los? Da liegt der Dingo. Der Dingo war auf dem Dach unserer Farm? Beziehungsweise unseres Stalls? Der momentan leer ist. Aber ja, da liegt jetzt das tote Dingo-Tier. Da liegt der Dingo-Kopf. Auch schön. Ja, genau. Ich kann dir das mal einmal mit der richtigen Grafik zeigen quasi. Dann ist das vielleicht ein bisschen leichter nachzuvollziehen. Hier unten. 8 war, glaube ich, die Standardeinstellung. So. So sieht das hier eigentlich aus. Ne? Hier haben wir unseren Stall. Da liegen jetzt auch
drei oder vier tote Dingos drin. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist oder warum da Dingos drin liegen. Ich weiß nicht, ob die Dingos vielleicht auf dem Dach gespawnt sind oder warum liegen hier so viele Dingos. Man versteht nicht alles. Vielleicht wollten die Dingos hier unten an unsere Hennen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber das bringt mich tatsächlich dazu, dass ich vielleicht mal ganz kurz nochmal hier Cage Traps hinbaue. Auf diese Seite und auf diese Seite. Na, mehr Mechanismen werden hier noch gebaut. Ja, theoretisch, ja. Genau, nicht ablenken lassen. Und ich habe hier einen Wassergraben. Na, hier habe ich meine Zugbrücke quasi, wo es rüber geht. Und ich habe hier einen unterirdischen, ich habe das angehört, dass der Fluss hier unterirdisch langläuft, hier in die Basis zu unseren Brunnen. Hier habe ich so Brunnenschächte gebaut und hier unten, wenn man dann nochmal runtergeht, ja, ist wahrscheinlich ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber hier haben wir in unserem Hospital einen Brunnen, pop, pop, der in diese Kammer mündet und hier oben haben wir vier Brunnen, 1, 2, 3, 4, die in diese kleinen Tümpel hier gehen und das ganze Wasser kommt hier von rechts, von hier drüben aus dem Fluss, da habe ich den Fluss quasi angebuddelt. Das fließt dann alles hier in so einem unterirdischen Schacht, hier unter der Brücke lang und in meine Basis. Und den oberen Teil, den nördlichen Teil, habe ich jetzt schon unter Wasser gesetzt. Der ist voll mit Wasser, wie du hier sehen kannst. Und ich bin jetzt dabei und mache hier den Burggraben in die linke Seite. Der hier aber mehrere Z-Level runtergeht, weil ich mich quasi von hier durch den ganzen Berg hacken muss. Und dann diese Ebene runter, diese Ebene runter, diese Ebene runter, diese Ebene runter, diese Ebene runter auf diese Höhe. Und dann noch eine Ebene runter nach da. Und dann bin ich erst angekommen. Taicha. Du kannst übrigens, wenn du möchtest, gerne mal Ausrufezeichen Zwerg eintippen, dann wirst du einer meiner mächtigen Zwerge. Und ich hätte sogar im zweiten Squad noch einen Platz frei. Du könntest der gute Mörül werden oder der gute Mosus werden. Und dann deinen Platz in meinem zweiten Squad haben. Den ersten Squad habe ich gerade losgeschickt. Hat geklappt. Dann mache ich dich zu Mörül, der Doktor, der ein Leben nicht nur retten kann, sondern auch Leben nehmen kann. Taicha, da bist du. Heute geht's, glaube ich, soweit ganz gut. Du bist euphorisch, weil du dich besoffen hast. Scheint, als hättest du eine gute Weihnachtsfeier gestern gehabt. Frohe Weihnachten übrigens. So, guck mal, und hier buddeln wir jetzt quasi den Schacht weiter. Ich bin hier schon wieder ein Feldweiler rausgekommen. Ich weiß nicht, warum mir das immer und immer wieder passiert. Ich glaube, ich lasse das einfach. Ist egal, bevor ich dann nochmal buddel. Lassen wir das so. Ja, und die machen sich hier langsam aber sicher dran. Und hier unten ist der Hebel verbunden. Habt ihr das schon gemacht? Ich pull den mal und ich pull den mal, weil theoretisch würde ich, dass beide Floodgates erstmal aufgehen. Das Floodgate und das Floodgate hier sollen sich öffnen. Dann kann ich hier bald Wasser durchziehen, durchlaufen lassen. Aber ich mach mal ein bisschen, ich zoome mal ein bisschen raus, dann kannst du hier mehr von meiner Festung bewundern. Das ist quasi so die Apartment-Ebene, wo sie alle ihre Zimmer haben. Und hier oben ist so der Handwerksbetrieb. Hier oben einmal sowas mit Metall und Farm zu tun hat. Links Metall, rechts Farmzeug, unten Holz und Stein und Knochen. Hier haben wir eine mächtige Gilde, die Steingilde tagt da unten. Und hier oben die Farmergilde. Hier haben wir eine mächtige Taverne. Hier oben sehr gut besuchten Tempel, da tummeln sich eigentlich immer alle Leute, die nichts zu tun haben, sind immer irgendwie da oben. Dann haben wir hier ein nobles Zimmer, da ein nobles Zimmer, hier das Hospital quasi, wenn ich mal die Zone aufrufe, hier das Hospital, da die Taverne, hier der Tempel, hier ein nobles Zimmer und da ein nobles Zimmer. Ja, so wird das langsam. Hier unten die ganzen Schlafzimmer. Habe ich die hier unten? Ah, guck mal, die hier habe ich nie zu Schlafzimmern gemacht. Könnte ich jetzt aber tatsächlich mal nachholen. Also Bedroom, Multi und hier einmal rüber bitte. Pop. Und schon hat er die alle designated und wir haben schon mal ein paar neue Zimmer. Da werden sich gerade die neu dazugekommenen sehr freuen. Allerdings sind hier unten, so wie ich das sehe, noch welche übersehen worden. So, machen wir. Pop, 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 pop. Wir brauchen noch ein paar Kisten. Ja, eine Kiste, zwei Kisten. Haben wir gar nicht. Okay. Immer eine. Da fehlen vier Türen. Oh, oh Gott, du hast recht. Du hast vollkommen recht.
1, 2, 3, 4. Da muss ich das gleich nochmal designaten, wenn die Türen da sind. Hier ist alles fertig. Danke für den Hinweis. Petition. Kickrost möchte sich uns anschließen und möchte jetzt ein richtiger Bürger werden. Darf er, der ist schon lange genug da, der gute Kickrost. An den erinnere ich mich tatsächlich. Der Name bleibt in Erinnerung. Nutzt Empty Food Storage. Oh, wir haben keine leeren Barrels, sehe ich gerade. Neuer Auftrag, Barrels. Die machen wir mal aus Holz. Wir müssen mal kurz gucken, habe ich überhaupt noch Holz? Ja, das Holzlager ist leer und hier draußen wahrscheinlich auch komplett. Ganz ehrlich, das Holzlager hier draußen kann ich komplett weglöschen. Hier draußen brauchen wir momentan kein Holz mehr. Das war zum Bauen vom Stall sinnvoll. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt gucken wir mal, wo haben wir noch ein paar Bäume. Da sind zwei. Die kann ich mal weghacken. Und hier, die wollte ich alle weghacken. Nachdem Brainix da nicht mehr drauf chillt. Und dann hacken wir das hier oben auch alles weg. Das wird die Elfen nicht fröhlich machen. Und ich glaube, im nächsten Jahr werden die uns angreifen. Aber dann ist das halt so. Töten halt nicht nur Goblins, sondern auch noch Elfen. Passt. Wichtig wäre zu wissen, gehört uns die Siedlung da unten schon oder sind unsere... Ne, die sind noch unterwegs, unser Squad. Wir machen gerade eine Goblin-Höhle platt und übernehmen die. Also da sind jetzt, wir haben sie von 75 auf 10 Goblins runtergeklatscht. Ach guck mal, wir sind unten angekommen im Graben. Das ist der Graben, so wie er sein soll. Wir haben es geschafft. Was mich halt jetzt noch richtig, richtig, richtig nervt, und ich kann das nicht einfach stehen lassen, ist, dass hier jetzt ein Feld zu viel ist. Das heißt, wir müssen das und das noch wegchanneln. Und dann sind wir aber überall auf einer Höhe. Dann channeln wir von mir aus den auch noch weg und den auch noch weg. Ja, machen wir. Okay, zack, 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 das läuft, wurden die Hebel gezogen, sind die Floodgates auf, Floodgate ist auf, Floodgate ist auf. Dann können wir hier im Winter reinhacken. Say my name. Taicha, danke sehr für dein Follow, mein Bester. Da kriegst du einen Runde Applaus für dich einmal. Ja, einmal Applaus für dich. Und denk dran, wenn dir in den Chats oder irgendwas Gefährliches passiert. Ja, also muss das schon gehen. So. Es ist schon so schön da hinten, ne? Ich liebe das. So hübsch. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch eine Stunde, zwei sind wir schon. Das heißt, ich kann nicht mehr allzu lange machen, weil ich die Küche aufräumen muss, damit die Person neben mir gleich kochen kann. Aber das hier machen wir noch kurz. Also wir lassen die hier noch kurz das hier einmal wegbuddeln. Das ist gut. Dieser Stein, da soll einmal bitte weggebracht werden. Der regt mich richtig auf. Der ist Müll. Schmeiß den weg. Immer noch keine neuen Rockmechanismen gemacht. Ich check nicht warum. Wenn ich die selber einstelle, stehen scheinbar ja auch welche. Guck mal, hier ist sogar der... Das Zeichen, dass welche gemacht werden, es geht nur nicht beim Manager runter. Make Rock Mechanism geht nicht runter. Weil da oben schon welche sind. Ja, ja, okay, das macht Sinn. Alles gut, ich ziehe alles zurück. Alles so, wie es soll. Alles so, wie es soll. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum legt ihr überhaupt Strom? Und warum hast du eine Maske auf? Alles gesagt, was es dazu sagen gibt. So, jetzt bauen wir hier einmal Mauern rüber und zwar aus unseren Blocks. Wir haben noch 153, 19 brauchen wir. Die werden jetzt tatsächlich relativ schnell von dannen gehen. Konstruktion, Wall, von hier nach da, Blöcke. Dann lassen wir die das erstmal bauen. Beziehungsweise von dort nach dort kann ich die auch bauen. Bauen, Konstruktion, Wände, Blöcke, von hier nach da.
Und dann haben wir auch gleich nicht mehr so viele Blöcke. Schon sind es noch 122, nochmal 17 weniger, haben wir noch knapp 100. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir davon welche neu machen. Rockblock, Make Rockblocks wollen wir haben. Davon wollen wir, sagen wir, nochmal 100 Stück machen. Aber es sollen nicht irgendwelche Rockblocks sein, sondern sie sollen aus The Kite, The Sight oder wie man das ausspricht, hergestellt werden. Und theoretisch, nö, die können erstmal irgendwo eingelagert werden, ist mir tatsächlich erstmal relativ egal. Aus den Alkohol, den Ursprung und die Lösung sämtlicher Lebensprobleme. Nice, seht ihr das? Lest ihr es? Damn, I'm good. Die Höhlen von Poisonsucker, dem Goblin-Unterschlupf im Süden, eine kurze Reise in den Süden, wurden erobert und werden jetzt in unsere Ländereien übernommen, Leute. Ja, wie fucking nice ist das denn? Ist offiziell und jetzt wird gespeichert. Dann haben wir hier doch ein perfektes Ende. Ich gucke jetzt noch mal rein, was die Worldview sagt quasi und was wir da irgendwie einstellen können. Und da gucken wir jetzt noch mal eine Minute rein und dann machen wir Feierabend für heute und morgen geht's weiter. Morgen um 18 Uhr hole ich meine Grafikkarte, das heißt, ich werde noch ein kleines bisschen, morgen nicht um 18 Uhr auf jeden Fall starten, vielleicht früher, vielleicht später, ich weiß es noch nicht genau, wie ich das zeittechnisch mache. Auf jeden Fall machen wir morgen weiter. Was für eine GPU? Ja, das ist das Ding, ich habe die Wahl. Ich kann mir entweder eine 3090er holen für 820 Euro, eine 3080er original verpackt für 780 oder eine 3080er gebraucht für 650 und ich denke, die wird's, weil ich glaube, die reicht für meine Zwecke. Ich hatte vor kurzem schon eine 3080er hier rumliegen, vor 2-3 Wochen, die hat aber leider einen kleinen Defekt. Deshalb muss ich die austauschen. Ja, und bist auch völlig zufrieden damit, nehme ich an, oder? Ja, hier. Wie geil das ist. Seht ihr das? Da steht jetzt The Dark Dwarven Pits. Das sind die dunklen Zwergenhöhlen jetzt und nicht mehr die dunklen Goblinhöhlen. Population von ungefähr 20, was gut geschätzt ist, weil wir haben 5 Zwerge hingeschickt. Ich denke, es werden nur 5 Zwerge sein. Vielleicht haben sich ein paar Goblins angeschlossen. Weiß ich nicht. Und die Regierung, die jetzt dort haust, nennt sich The Fresh Lancer. Sowas wie der frische Stecher. Finde ich gar nicht so schlecht. Und The Figure of Perfection, das ist unsere Zivilisation, die gehört also zu uns. No Messenger. Ah, dafür brauche ich jetzt Messenger. Das heißt, ich müsste jetzt quasi Botschafter hin und her schicken. Und ich könnte jetzt hier, ich könnte Zulban, das ist unser eigentlicher Militär-Captain, den könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das so sehe, richtig sehe, zurückholen. Wollen wir aber noch nicht machen, damit beschäftige ich mich ein andermal. Ich gucke erstmal in die Reports rein, die sind nämlich hier oben. Seize Poison Sucker, mal gucken, was da passiert ist. Ja, im späten Sommer des Jahres 103 haben die blutigen Bärte, die pinken Teufel der obskuren Furcht besiegt und Poison Sucker übernommen. Die neue Regierung wurde die frischen Stecher genannt. Ja, Botschafter, ja, Messenger. Kein Botschafter, aber ein Messenger halt. Kommunikation, genau, Melder. Die laufen dann hin und her. Habe ich, wie gesagt, noch gar nicht benutzt, aber das ist okay. Ja, the Pits of Poison Sucker, a short walk to the south has been conquered and incorporated into your holdings. Sehr schön. Und wir sind jetzt im Herbst. Das heißt, wir machen jetzt hier Schluss. Und ich werde die Küche aufräumen und sauber machen. Hat mich aber gefreut, wie gesagt, morgen Uhrzeit ungewiss. Um 18 Uhr soll ich die abholen, die ist eine Stunde entfernt, das heißt vor 19 Uhr bin ich nicht wieder da mit Einbauen. Eventuell gegen 8 oder schon früher. Bye. Vielleicht auch früher Nachmittag, werden wir gucken. Ich wünsche euch was, liebe Leute, und um es mit den Worten von Human zu sagen. Juhu, Bier, Bett. Ne, macht's gut. Ciao. Ist schon schön. Bye, bye.